Gesetz, was das Bundeskabinett heute auf meinen Vorschlag verabschiedet hat, steuert und ordnet das Asylverfahren, stellt Missbräuche ab und wird insgesamt die Situation in dem Bereich verbessern und ordnen. Worum geht es? Erstens die einheitliche Registrierung und die einheitliche Datenerfassung. Künftig erfassen alle Behörden bei der ersten Begegnung mit Flüchtlingen standardisiert Daten in einem zentralen System. Das werden häufig die Bundes- und die Landespolizei sein. Das können aber auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sein, die Erstaufnahmeeinrichtungen oder die Ausländerbehörden. Es geht dabei um folgende Daten: Personendaten wie Name und Geburtsort, Identitätsdaten, also Foto, Größe, Augenfarbe, Fingerabdrücke, Verfahrensdaten, etwa den Status Asylantrag, berufliche Daten, Ausbildung, Schulabschluss, die Frage Kontaktdaten, Wohnanschrift, Informationen zu durchgeführten Gesundheitsuntersuchungen und Impfungen und natürlich entsprechende Gültigkeitsdauern und Ähnliches. Die Erfassung erfolgt nicht erst bei Stellung des Asylantrages, sondern möglichst frühzeitig. Nach dem Motto, einer für alle, einer registriert für alle, die davon einen Nutzen haben können. So vermeiden wir Doppelerfassungen, wir verringern den Aufwand für alle beteiligten Behörden und für den Asylsuchenden selbst. Und so können wir Personen, die versuchen, über ihre Identität zu täuschen, besser erkennen. Dazu wird ein sogenannter Ankunftsausweis ausgestellt, der sieht ungefähr so aus. Sie kennen ihn schon von dem behelfsmäßigen Personalausweis, den wir in einem anderen Zusammenhang bereits vorgestellt haben. Ab dem Inkrafttreten des Gesetzes, hoffentlich im 1. Februar 2016, geben wir diesen bundeseinheitlichen Ankunftsnachweis aus. Wir haben uns bewusst für eine papierbasierte Version entschieden. Es gab ja auch Debatten, ob eine Chipkarte nicht besser ist. Der entscheidende Grund für diese Papierversion ist erstens, es geht schneller und vor allem kann dieser Ausweis vor Ort besser und schneller ausgedruckt werden als die Bestellung einer Chipkarte an einem zentralen Produktionsort. Dieser Ausweis wird eine Nummer tragen, die der Person zugeordnet ist und so kann dann später jeder durch ein Eingeben der Nummer, einen Vergleich mit dem Fingerabdruck, alle Daten in dem Kerndatensystem abrufen. Die Intelligenz liegt sozusagen nicht in dem Ausweis, sondern liegt in dem Kerndatensystem, was mit der Registrierung aufgebaut wird. Wichtig ist, dass der Asylbewerber oder Flüchtling diesen Ankunftsnachweis bei der für ihn zuständigen Stelle, an dem für ihn zuständigen Ort erst bekommt. Und in Zukunft wird es so sein, dass es ohne Ausweis keine Asylbewerberleistungen gibt und ohne Ausweis kein Asylverfahren. Damit beenden wir auch das Prinzip der Selbstzuweisung. Es muss klar sein, dass das Asylverfahren dort durchgeführt wird und die Asylbewerberleistungen dort ausgereicht werden, wo Deutschland möchte, dass das Asylverfahren durchgeführt wird. Das ist nötig, um eine gleichmäßige Verteilung in Deutschland zu erreichen. Das ist nötig, um die sozialen Lasten in Deutschland gleich zu verteilen. Wir wissen dann besser auch, wo wie Asylbewerber sind, wo wie welche Erfordernisse für die Integrationsmaßnahmen durchzuführen sind und wir verhindern Leistungsmissbrauch. Alles in allem ist das ein sehr ehrgeiziges Vorhaben, auch technisch. Wir wollen nicht nur, dass das Gesetz am 1. Februar in Kraft tritt, sondern wir wollen, dass ab Mitte Februar dieses Verfahren, die Registrierung und die Ausgabe des Nachweises, des Ankunftsnachweises beginnt und möglichst bis Mitte des Jahres 2016 vollständig ausgerollt ist. Herr Reisel. Wir haben dem Minister im Oktober ein Programm vorgestellt, die Leistungsfähigkeit des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge zu steigern.
Und das hat vier wesentliche Elemente. Das eine ist, Transparenz zu schaffen. Wer kommt? Wo sind die Menschen? Wer ist das? Das zweite ist, interne Arbeitsprozesse zu verbessern und Arbeitsprozesse mit denen wir zusammenarbeiten, zum Beispiel den Ländern. Das dritte ist Personalaufbau, weil objektiv durch die Zahl, die im August sich dann gesteigert hat, mehr Personal notwendig ist. Und das vierte ist, die Sprachkurse als Voraussetzung für Integration in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt gut aufeinander abzustimmen. Dieser Ausweis zahlt auf alle vier Elemente ein. Wir schaffen damit eine Steuerbarkeit, eine Transparenz. Wer ist da? Wo ist jemand? Wir können über diesen Ausweis wichtige Daten zur Persönlichkeit bis hin zu den beruflichen Qualifikationen erfassen. Zweitens, wir können das als Bundesbehörden, mit Länderbehörden bis hin zum Jobcenter der Kommune miteinander austauschen. Wir haben also unsere Arbeitsprozesse mit dieser zentralen und individuellen Erfassung wesentlich verbessert. Das wird sich auch auswirken, dass wir in der Arbeit unseres Personals Vereinfachungen haben und dann zum Beispiel auch einen Status haben, wer hat einen Sprachkurs bekommen, vielleicht schon vor den Integrationskursen und wie geht das nachher aufbauend weiter. Damit ist dieser Ausweis ein Kernelement. Wir hatten versprochen, Herr Minister, dass das im Dezember vorbereitet ist. Dafür ist unser Staatssekretär und mein früherer Kollege der Garant gewesen, dass wir ein so komplexes System gestalten. Es wird jetzt vier Feldversuche geben in verschiedenen Städten und dann im Endeffekt, Herr Fitt, ich habe die Länder nicht da, die Städte, wo wir das haben, aber das können wir ja gleich noch sagen. Und dann wird das System ausgerollt in 2016. Herr Fitt, noch eine Ergänzung zum Ausrollen und zur Technik. Genau. Die Idee ist zurzeit, dass wir bis Ende des Jahres die technische Integration vornehmen zwischen den einzelnen Anwendungen. Dann ist die Pilotierung geplant in vier Standorten. Das ist Berlin, Bielefeld, Zirndorf und Heidelberg. Dort werden wir das System, diese neue Art, das Kerndatensystem, den Ausweis entsprechend pilotieren, produktiv nutzen, 4 Wochen lang. Und der Rollout, die Einführung flächendeckend, ist dann ab Mitte Februar nächsten Jahres geplant. Vielen Dank. Sie haben jetzt Gelegenheit für Fragen. Bitte zunächst zum Thema der Konferenz selbst. Herr Lohse hatte die erste Frage. Herr Minister, Herr Weiser, wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Da kommen Flüchtlinge, sagen wir mal, in Rosenheim am Bahnhof an, kommen in ein Zelt und da ist ja schon die erste Begegnung mit der Bundespolizei, Fingerabdrücke und so weiter. Kriegen die dann dort schon an einem Drucker ihren Ausweis oder wie geht das dann, wenn Sie es vielleicht mal praktisch erzählen können? Bitte, Herr Witt. Da werden die ersten Daten erfasst. Der Ankunftsnachweis wird in der Erstaufnahmeeinrichtung, wir nennen das Ziel Erstaufnahmeeinrichtung, ausgegeben. Dort werden ja im ersten Schritt nur die rudimentären Daten erfasst. Dann bekommt der Asylbewerber einen entsprechenden Zettel, einen Hinweis, was sozusagen die Erstaufnahmeeinrichtung ist. Da werden die Daten vervollständigt und dann wird dort der Ankunftsnachweis ausgedruckt. So wie der Herr Minister das gesagt hat, damit möchten wir den Strom, die Asylbewerber in die richtige Aufnahmeeinrichtung entsprechend steuern. Bisher ist aber die Registrierung, Herr Lohse, der Personen durch die Bundespolizei sinnvoll, aber isoliert für Fahndungszwecke und aus Sicherheitsgründen. Die Daten sind aber bisher nicht nutzbar für das Asylverfahren. Und das ändern wir jetzt mit diesem Ausweis. Das heißt, an der Grenze wird dann der Betroffene auch registriert. Die Daten, die dort weiterhin für Fahndungszwecke genutzt werden können, sind aber Teil des Kerndatensystems. Aber er soll an der Grenze nicht den Ausweis bekommen, weil wir ihn ja verteilen. Nächste Frage hat Herr Hartwig. Herr Minister, wie wollen Sie oder Herr Weise, wie wollen Sie Angaben von Flüchtlingen verifizieren, wenn es dafür keine Dokumente oder Belege gibt?
Also diejenigen, die mit Ausweisen kommen, Pässen und Ähnliches, da können wir natürlich die Echtheit der Dokumente prüfen. Dafür sind die Polizisten ehrlich gesagt ziemlich gut ausgebildet, Bundespolizei und Landespolizei. Das ist kein Problem. Bei der Frage allerdings, wie überprüfen wir die Identität von denen, die keine Ausweise haben, geht das durch Gespräche und Anhörungen. Und auch deswegen ist eine Anhörung für alle nötig und wichtig, und das werden wir künftig ja wieder durchführen. Sie haben die nächste Frage, Herr Kollege. Matthias Theis, ARD Hauptstadtstudio. Eine Frage an beide. Zunächst an Sie, Herr Minister. Wo sitzt er? Wenn ich richtig informiert bin, haben die Verfassungsschutzämter auf die Daten ja erstmal keinen Zugriff. Was sagen Sie dazu? Sie hätten sich ja anderes gewünscht, und wird das noch nachverhandelt? Und an Sie, Herr Weise, vielleicht könnten Sie bitte noch einmal auch auf die doch erhebliche Kritik aus allen Parteien über die Arbeitsweise im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge noch mal Stellung nehmen, die Verfahren, die immer noch zu lange dauern. Man hat ja jetzt was gelesen, aber wir würden gerne noch mal wissen, die Kritik war so erheblich, dass Sie sich dazu bitte noch mal äußern. Danke. Ja, zur ersten Frage. Die Polizeien von Bund und Ländern haben vollständigen Zugriff und liefern auch zu. Das ist ja auch Absicht, dass jeder zuliefern kann, einer für alle, und dass dann die jeweils zuständigen Behörden auch Zugriff auf die sie betreffenden Daten haben. Deswegen ist auch der Datenschutz hier vollständig gewährleistet. Auch das ist technisch kein einfacher Vorgang, aber wir glauben, dass wir das hinbekommen. Die Verfassungsschutzbehörden haben, so ist das Ergebnis der Ressortabstimmung, keinen Zugriff. Und ich habe auch nicht die Absicht, das jetzt bis zum Ende des Gesetzgebungsverfahrens zu ändern. Ich halte mich an Kompromisse, die wir eingehen. Herr Siebert hat die nächste Frage, bitte. Achso, Entschuldigung, Sie wollten ergänzen? Ja. Also die Lage objektiv ist ja nicht gut. Wir haben eine lange Durchlaufzeit, wir haben lange Zeit, bis Menschen, die erfasst worden sind, ihren Asylantrag stellen können. Wir haben eine große Zahl noch nicht bearbeiteter Fälle, und in der Struktur, in der wir im September waren, war erkennbar, dass wir das nicht schaffen, wesentlich zu verbessern. Darauf bezog sich die Kritik. Im Prinzip berechtigt politisch, dass die Betroffenen aus den Ländern beschreiben, die Lage ist nicht gut. Und das kann ich nur bestätigen. Und die Form, wie es vorgetragen wird, ist eben politisch. Da kann man auch nicht beleidigt sein. Das war natürlich massiv und in der Sache berechtigt. Was nicht angesprochen worden ist, und das ist ja Kern des Themas hier, wir haben die guten politischen Rahmenbedingungen durch den Minister bekommen. Wir haben für unsere Ressourcen Verbesserungen bekommen, wie sie nicht erwartet waren. Und das Dritte, und das kann der Minister verlangen, wir haben ein gutes Programm, wie wir das abarbeiten. Transparenz schaffen, da ist das ein Beispiel. Personalaufbau findet statt, auch mit der Qualifikation. Die Arbeitsprozesse werden zur Diskussion gestellt, das ist auch nicht reibungslos. Und die Leistungsfähigkeit zeigt sich bereits. Der Minister wird ja sicher eine Jahresbetrachtung machen, ist im vierten Quartal wesentlich verbessert. So, und das war nicht Gegenstand der Themen. Und insofern muss ich offen sagen, ein Missverständnis, auch von meiner Seite, in dem ich eigentlich sprechen wollte mit den Fachleuten, wie wir das in Ordnung bringen, und habe unterschätzt, dass es aber nicht die Fachleute sind, die mit mir über Entwicklungspartnerschaften sprechen wollen, sondern die das politisch sehr kritisch sehen. Und das muss ich hinnehmen, das ist berechtigt. Meine Antwort darauf ist kontinuierliches, gutes Abarbeiten des Programms und bald Öffentlichkeit über die Dinge, die wir erreicht haben, die wir nicht erreicht haben und was wir daraus lernen. Ich will noch einen Satz hinzufügen. Die Länder reden gerne über Hausaufgaben des Bundes. Das ist auch okay. Aber wir antworten öffentlich nicht darüber, welche Hausaufgaben die Länder zu machen haben. Und das führt dann zu einer kommunikativen Schieflage. Aber wir bleiben dabei, weil schwarze Peterspiele nichts bringen. Nun bitte Herr Siebert. Nochmal eine Frage zu den technischen Herausforderungen. Sie sprachen ja gerade davon, wer wann wie zugreifen darf. Es wird ja auch darum gehen, wer
Daten ändern darf und so weiter. Gibt es die Software, die man dazu braucht und die entsprechenden Geräte, von denen aus man dann zugreift? Gibt es die schon? Muss die entwickelt werden? In anderen Zusammenhängen weiß man ja immer, was das für Schwierigkeiten macht und dass es am Ende immer sehr viel länger dauert als ursprünglich geplant. Und zweite Frage, in dieser Übergangszeit, wenn Sie jetzt beginnen damit, mit diese Ausweise auszugeben, dann wird es ja Hunderttausende von Menschen geben, die noch keinen haben. Also sozusagen, was ist in dieser Phase mit zum Beispiel den Bedingungen ohne Ausweis, keine Leistung, ohne Ausweis, kein Verfahren? Und sozusagen, ist dann nicht jeder, der jetzt einen Ausweis bekommt und sich doch gerne selber zuweisen möchte, irgendwie muss man dem nicht empfehlen, seinen Ausweis schnell wieder zu verlieren? Herr Fitt. Ja. Zu dem ersten Thema haben Sie natürlich recht. Wenn man das, was wir vorhaben, komplett neu entwickeln würde, würde die Zeit nicht ausreichen. Wir setzen also auf bestehende Komponenten auf. Das ist einmal sozusagen Hardware-Komponenten, Arbeitsplatzkomponenten, Fingerscan. Dann haben wir den Drucker für den Ankunftsnachweis. Dann haben wir sozusagen das Passprüfgerät. Das ist sozusagen angeschlossen an einen Arbeitsplatz, an einen PC. Der wird ausgerollt ab Mitte Februar nächsten Jahres. Und ist so freundlich, dafür die Kosten zu übernehmen. Das eigentliche Kernsystem ist ein Kerndatensystem, so nennen wir das, eine zentrale Datenbank. Da haben wir eine Übergangslösung. Die eigentliche Ziellösung ist das Ausländerzentralregister. Das wird ungefähr Mitte des Jahres diese Funktion übernehmen. Was wir jetzt genutzt haben, ist das bestehende System von dem BAMF, das heißt MARIS, das System, das nehmen wir als Übergangssystem. Bezogen auf die Einführungsphase, wenn wir schrittweise das Ganze ausrollen und damit auch schrittweise den Ankunftsnachweis drucken, muss eine Übergangszeit gewährleistet werden, wenn man also Leistung damit verbindet. Bedeutet aber auf der anderen Seite auch, diejenigen, die sozusagen vielleicht schon erst registriert sind, aber noch nicht komplett registriert sind, da ist ein gewisser Bedarf, diesen Ausweis zu bekommen, diesen Nachweis. Der dritte Punkt war, wenn jemand diesen Nachweis wegwirft und zu einer Erstaufnahmestelle oder einer anderen Behörde wieder hingeht, ist ja dieser Ankunftsnachweis registriert und verbunden mit dem Fingerabdruck. Wenn sozusagen der Fingerabdruck wieder genommen wird, wissen wir, der hat schon einen Ankunftsnachweis bekommen und fragen ihn dann natürlich, was er damit gemacht hat. Sagen Sie bitte noch ein Wort zu der Migration der Altfälle, ja, ob die dann nochmal erscheinen müssen und so weiter. Genau. Wir haben ja die Datenbestände A entweder in den Systemen vom BAMF oder in landesspezifischen Systemen. Das sind die, die erst registriert sind, aber noch keinen Asylantrag gestellt haben. Die Daten werden wir migrieren. Das ist eine Herausforderung, weil wir sehr viele landesspezifische Systeme haben. Das können wir aber machen, ohne dass der Betroffene irgendwo vorspricht. Ja. Weil einfach die Daten, die dann sind, einfach in das MARIS eingespeist werden. Also es ist das erste Restrukturierungsprojekt, was ich erlebe, wo die Informationstechnologie am besten dran ist, Herr Fitt. Ja. Ansonsten hängt es immer an der Informationstechnologie und man hat einen guten Vorwand, aber das ist eine hervorragende Grundlage und nur in diesem Zusammenspiel machbar. Und wir werden, wenn es klappt, zum ersten Mal in einer sehr großen Geschwindigkeit ein IT-Projekt zwischen Bund, Ländern und Kommunen haben und dort Schnittstellen zur Verfügung stellen, wie es in sämtlichen anderen Verfahren, die wir im Steuer-, im Gesundheits-, sonst im Bereich hatten, nicht der Fall war. Und von daher hat die Krise ja auch eine Chance geboten für ein wirklich fortschrittliches IT-Verfahren. Die nächsten drei Fragen haben Herr Schmiese, Frau Geuter und danach Frau Sieleschtoff. Herr Weisel, eine Kritik kam ja auch aus Ihrem Hause, dass bei der Ersterfassung der Flüchtlinge häufig sprachlich Schwierigkeiten bestünden, da, wenn überhaupt Dolmetscher da waren, dass keine syrisch-arabisch sprechenden Dolmetscher, die Idiome erkennen konnten, ob die Angaben stimmen, aus welcher Stadt, Region die Flüchtlinge kommen. Und nun sagen Sie, auch Ausbildungsdaten sollten erfasst werden, wo man also auch tatsächlich klar übersetzt haben muss, was hat er für eine Ausbildung, was für eine Schulbildung. Und Sie können das nicht anders überprüfen, als erstmal den Menschen, die kommen, zu glauben. Wie ist das gewährleistet, dass Sie syrisch-arabisch sprechende Dolmetscher haben? Und inwiefern versuchen Sie, aus den hier schon angekommenen Flüchtlingen mögliche Dolmetscher und Übersetzungshelfer zu rekrutieren für alle, die noch kommen? Wie weit sind Sie da schon vorangekommen?
Also es ist ja eine Erstaufnahmeeinrichtung, eine Verantwortung der Länder und damit, und da zeigt sich eben ein notwendiges Zusammenarbeiten. Wir haben Rahmenverträge mit zertifizierten Dolmetscherbüros, mit Personen und achten auch darauf, dass das überprüfte, zertifizierte Unternehmen und Personen sind und das wird vertraglich festgelegt. Jetzt ist es so, dass wir für bestimmte Sprachen durchaus genügend Personen haben, für manche nicht. Und wir wollen ein Service Center dazu schalten, wo wir über Skype oder irgendeine andere Form die Dolmetscher bundesweit ins Gespräch holen können und mit einschalten können. In diesem Fall wäre es auch der Vorteil, dass man eine Sprachprobe, wenn man die braucht, und kein Vertrauen hat, dass das eindeutig zu identifizieren ist, an eine Stelle schickt und die Sprachprobe überprüfen lässt. Das sind jetzt technische Lösungen, die wir suchen. Es hängt im Moment auch wieder an Kapazitäten und an guter Abstimmung, welche Dolmetscher für welche Sprachen jetzt in welchen Bereichen notwendig sind. Ja, wir haben zum Beispiel aus Afghanistan Menschen, die dort Dolmetscher für die Bundeswehr, für NGOs waren. Im Einzelfall, das kann durchaus sein, dass jetzt aus den Flüchtlingen heraus welche kommen, bedeutet aber immer eine sorgfältige Prüfung für den öffentlichen Dienst zum Beispiel. Wir haben in den Jobcentern und in Agenturen einzelne Personen aus dieser Herkunft mit der Qualifikation, aber machen das sehr sorgfältig, dass wir dann die richtigen und verlässlichen Personen kriegen. Frau Geuter, bitte. Zum einen nochmal die Nachfrage zum Verfassungsschutz. Die Linkspartei beklagt, dass die Geheimdienste die Daten frei Haus geliefert bekämen. Ist das ganz falsch oder bezieht sich das dann möglicherweise auf den BND? Und die andere Frage, aus Sicht der erfassten Flüchtlinge, bietet das System da auch Vorteile, dass Prozeduren erleichtert werden? Also, ich meine, die Linkspartei kritisiert ja alles. Sie kann das dann nochmal vortragen. Gesetzgebungsverfahren, alle anderen Parteien, Bund und Länder, sagen eher, das kommt zu spät und sagen, das ist nötig. Und so, deswegen klären wir das gerne im Gesetzgebungsverfahren. Die Verfassungsschutzbehörden jedenfalls bekommen keinen Zugang und dabei bleibt es. Jetzt die zweite Frage war: Vorteil für die Flüchtlinge. Ja, die Flüchtlinge haben natürlich. Die haben eine Identität, die besser ist als die bisherige sogenannte BÜMA. Natürlich wird nach und nach dieser Nachweis auch Leistungsberechtigung ermöglichen. Also wenn man sagt, ohne Ausweis keine Leistungen, hat das ja eine harte Seite, aber auch natürlich eine positive Seite. Zum Beispiel Teilnahme und Anmeldung am Integrationskurs kann man so dann dokumentieren. Man kann vermutlich dann auch ein Konto eröffnen, wenn man einen solchen Ankunftsnachweis hat. Eine Teilnahme an sonstigen Arbeitsförderungsmaßnahmen und Sprachkursen, all das wird mit diesem Nachweis besser möglich sein. Die Identifizierung ist einfacher und von daher glaube ich, und so ist es ja auch konstruiert, soll der Flüchtling einen Anreiz haben, einen solchen Ankunftsnachweis erhalten zu wollen. Und wir wollen, dass er ihn dort bekommt, wo wir das Verfahren für ihn vorsehen. Gut, die nächste. Gut, wenn das Mikrofon da hinten ist, dann machen wir vielleicht doch mit den beiden Damen da hinten weiter. Ursprünglich hatte ich Frau Seleschtoff auf der Liste, aber Sie kommen noch dran. Dann bitte Ihre Frage jetzt. Alles klar, danke. Mertens, Katholische Nachrichtenagentur. Zwei Fragen. Zum einen, werden denn Kleinkinder, Babys und Minderjährige insgesamt einzeln erfasst oder als Teil der Familie? In einer Form Familienausweis. Und die nächste Frage, wird die Religionszugehörigkeit auch Teil der Datenerfassung sein? Also ich kann es mal sagen, Kinder werden nicht erfasst, muss aber noch mal nachgucken, was Kinder heißt, bis zu welchem Alter. Und vorhin war ja noch die Frage zum Beispiel berufliche Qualifikationen. Wenn die eindeutig sind, also ein akademischer Abschluss, dann kann der mit erfasst werden. Berufliche Erfahrungen selber werden noch nicht erfasst. Das wird sich dann füllen, wenn der Mensch
zum Beispiel in die Agentur oder ins Jobcenter kommt. Und Familiendaten, Herr Fitt? Religionszugehörigkeit, kann ich zumindest sagen, wird erfasst. Das ist vorgesehen. Bezogen auf Daten von Kindern weiß ich nur, bei Jugendlichen unter 14 Jahren werden keine Fingerabdrücke genommen. Jetzt bezogen auf Kinder, ob die erfasst werden, müsste ich nachschauen. Dann reichen wir das nach. Dann die Kollegin direkt daneben, bevor dann Frau Selestoff drankommt. Buschrö, EPD, ich habe auch zwei Fragen, wenn ich darf. Die erste an beide, Herrn de Maizière und Herrn Weise. Wie viel Verfahrensbeschleunigung erwarten Sie sich denn konkret, können Sie das sagen, davon, dass eben die Doppelarbeit, auf die Sie verwiesen haben, künftig nicht mehr gemacht wird? Und die zweite Frage bezieht sich auf die Zahl, die gestern aus Bayern bekannt wurde, dass in Bayern der 1 Millionste Flüchtling registriert wurde. Nun verweisen Sie, Herr de Maizière, immer wieder darauf, dass da Doppelerfassungen dabei sind, ohne genau sagen zu können, wie viele es sind. Gehen Sie selber davon aus, dass diese Marke geknackt ist oder dass die wahrscheinlich noch nicht geknackt ist? Und können Sie, verstehe ich das richtig, mit diesem Gesetz künftig ausschließen, dass man diese Doppelerfassungen einfach nicht mehr hat und diese Zahl dann auch als wahre Münze genommen werden kann? Ja, zur ersten Frage. Klar ist, dass diese Registrierung länger dauert als bisher die Registrierungen. Aber sie ist eben so vielfältig nutzbar für alle Folgenden, dass wir einen großen Beschleunigungseffekt bekommen. Und es kommt hinzu, dass jede Registrierung, die jetzt nur für eine Teilnutzung sinnvoll war, jetzt für alle nutzbar ist. Das ist auch ein zentraler Punkt. Und dieses Verfahren, also Ausweis- und Kerndatensystem, hat eine Beschleunigungsfunktion, aber eben auch eine Steuerungs- und Ordnungsfunktion. Das heißt, selbst ohne Beschleunigung würde diese Sache Sinn machen. Aber sie wird sicher auch zu einer Beschleunigung führen. Zur zweiten Frage. Ich habe am Montag ja mitgeteilt, dass wir nach EASY-Zahlen in der Größenordnung von etwas oberhalb von 950.000 im November waren. Deswegen gehört nicht viel Fantasie dazu, wenn der Dezember auch zu niedrigeren Zahlen führt, dass wir an die Million herankommen. Aber die EASY-Registrierungen haben eben bilden kein vollständiges Abbild wegen der Doppelzahlung. Deswegen möchte ich die Frage gerne im Januar beantworten, wenn wir die ganzen Jahreszahlen im Dezember haben. Aber es macht ehrlich gesagt auch wenig Sinn, zu sagen, jetzt ist heute, morgen oder am 28. Dezember irgendwie eine Marke geknackt. Das macht gar keinen Sinn, aber wir wissen, dass wir in diesem Jahr rund 1 Million Flüchtlinge haben werden.